Guten Morgen, Deutschland! Kennt ihr das auch? Da gibt es ein Unternehmen, das hat es geschafft, innerhalb von 2 Jahren den Umsatz zu halbieren. Und was passiert in solchen Fällen bei den Unternehmen in Deutschland normalerweise? Der Vorstand wird mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt und darf sich verabschieden. Und es wird ein neuer Vorstand gewählt, der versucht, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Richtig? Also so sollte man ja normalerweise in einem gut laufenden Unternehmen in Deutschland dann handeln. Nein, aber nicht in diesem Unternehmen. In diesem Unternehmen, welches den Umsatz des Landes in 2 Jahren halbiert hat, da wird der Chef, der Vorstand, selbstverständlich wiedergewählt. Unter frenetischem 5-minütigen Beifall wird abgefeiert, weil deshalb. Den Laden am Kacken halten. Super, oder? Super, ne? Ich finde das Unternehmen klasse, liebe Leute. Ja? Und vor allem wird noch eins draufgesetzt. Wir erinnern uns an die Nachrichten der letzten Wochen. Die staatliche Seenotrettung soll beendet werden. Das sollte möglicherweise unter Strafe gestellt werden. Ja, Frau Faeser, ihr erinnert euch. Ja? Oder auch der Olaf, ja? Also das ist dieser junge Mann, der da ganz oben steht im Unternehmen, der sich immer so schlecht erinnern kann. Ja? Der hat vor Wochen gesagt, abschieben, ja? Also dieses ganz, ganz böse Wort. Ja? Und was wurde dann gestern bei dem SPD-Parteitag beschlossen? Ah, stimmt, ja. Die staatliche Unterstützung der Seenotrettung, also der Taxiunternehmen im Mittelmeer, soll weitergeführt werden. Und der subsidiäre Familienschutz soll natürlich auch weitergeführt werden und ausgebaut werden. Was war nochmal der subsidiäre Schutz? Richtig, das ist, wenn keine Asylberechtigung und kein Flüchtlingsschutz festgestellt werden kann, dann greift der subsidiäre Schutz und dann können die Menschen trotzdem immer noch durch alle Türen, alle Tore und alle Fenster zu uns kommen. Mit anderen Worten, der SPD-Parteitag, also dieses Unternehmen, was ja den Umsatz halbiert hat in Deutschland, beschließt, dass nicht nur alles weitergeht wie bisher, nein, es wird alles noch viel besser. Diejenigen, die in diesem Land den Laden am Kacken halten. Liebe Leute, an diesem Sonntagmorgen bei solchen Unternehmensführungen, da sind wir doch alle glücklich und zufrieden. Ne? Genau. Und jetzt Scherz beiseite. Ich wünsche euch in diesem völligen, wahnsinnigen, irrsinnigen, von unfähigen regierten Land einfach mal einen wunderschönen 2. Advent. Genießt den Tag. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr im Live.